Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 205 von Aborion. Ja, wir sitzen hier in der kleinen Drohne und wollen damit durch das Tor da hinten. Wir haben aber noch drei andere Schiffe, die irgendwelche Heimatsektoren aufrufen. Und da wollen wir dann auch noch reingucken, um zu schauen, dass wir andere Fraktionen noch zu unserer Seite bekommen, die da uns helfen beim Torwächter. Alles klar, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir weiter. Bis gleich. So, dann schauen wir mal, was da im Wurmloch drin ist. Bin schon näher geflogen. Und dann gucken wir da mal rein. Müssten wir jetzt langsam springen, oder? Der Elch wurde bezahlt. Ah, der Miner 3 ist im Sektor angekommen. Oh, das ist aber groß. Schauen wir mal. Okay, jetzt sind wir hier. Und wo ist hier? Okay, das ist ein Stück einfach zum Zentrum. Gut, dann brauchen wir da nicht bleiben. Hier ist aber auf jeden Fall der Miner 3, war das, glaube ich, oder? Ne, der Traveler. Der ist auf jeden Fall auch bei einer Basis angekommen. Dann springen wir doch mal in den rein. Und gucken, dass wir dort dann die Basis finden und da nachfragen, ob die uns helfen. So. Ist hier eine Basis? Nee, da haben wir uns wohl vertan. Dann müssen wir hier wahrscheinlich noch ein Schiff fragen, wo hier die Basis ist. Wo ist dein Heimatsektor? Der EWI, der Hauptsektor, ist bei 209,6. Okay, und hier oben ist noch eine Nachricht. 209,6. Dann gehen wir da oben mal die Nachricht lesen. 209,6. Okay, da werden wir auf dem stehen. Wir nutzen jede Gelegenheit, die sich uns bietet. Nur so. Okay, das ist sehr schön, dass die uns so eine Nachricht schicken. Aber wir müssen jetzt dann gucken, dass wir die 209,6 aufrufen. 209. Ist das hier? Nee. Ah, 6 war ja ganze 6, ne? Ah, warte. Heimatsektor. 209,6. Das bedeutet, der Traveler muss dahin fliegen. Ah. Dahin fliegen, bitte einmal. Und starten und weg ist er. So, dann gehen wir aber wieder auf die Karte und schauen, wo die anderen sind. Ich glaube hier, der war auch bei einer Basis jetzt gelandet, oder? Bin mir aber nicht sicher. Craft wechseln wir da rein. Vielleicht war der das auch, wo ich letztes Mal gesehen habe, dass der zu einer Hauptfraktionsstelle gekommen ist. Wir werden sehen, wenn wir im Sektor sind. So, dann gucken wir mal. Hier ist gar nichts. Gibt es hier noch ein Schiff, was wir fragen können? Güterschiff, ja. Da oben gibt es wieder eine Frage. Ach, es gab ein Update. Vielleicht hat es damit zu tun, dass uns alle jetzt begrüßen oder so. 258, 138. 258. Aha, Heimatsektor. Craft geht auf Reise dahin. Schneller und starten. Passt. Okay, das hat auch geklappt. Wir wieder in der Drohne. Achso, da war noch eine Nachricht. Gucken wir uns hier gerade auch an. Wahrscheinlich ist das die nächste Fraktion, die uns da begrüßt. Genau so ist es. Okay, das ist wahrscheinlich durch das Update passiert.
Das ist gleichzeitig ein DLC, glaube. Irgendwas mit dem Rifts war das. Keine Ahnung. Handelsposten. Ne, hier brauchen wir erstmal gar nichts machen. Jetzt müssen wir gucken. Haben wir hier was? Ja, da ist ein Hauptquartier. Wechseln wir da rein und gucken uns das da an. Ich weiß zwar nicht, ob wir die schon haben, aber das sehen wir dann gleich. So. Da ist es. Ui. Haben wir die denn schon? Ne, die haben wir noch nicht, ne? Nein. Ich glaube, wir sind mit dem wenigstens gut. Ja, das reicht. Genau, wir wollen das zerstören. Wie? Ich öffne Wurmlöcher, durch das ihr fliegen könnt. Genau. Müsst ihr mir vertrauen. Das ist unser Problem. Warum? Weil es das Richtige ist. Es klingt nach einer guten Idee, aber die gute Idee ist mit 0 Schiffen. Toll. Wir wünschen dir viel Glück mit deinem Unterfangen. Das war keine gute Idee wahrscheinlich, da stand da, ne? Aber ich habe es wieder verlesen. Naja, dann ist das so. Und da haben wir die automatische Begrüßung von denen auch wahrscheinlich, ne? Gut. So, dann haben wir das auch. Oh, könnte der da einfliegen, ne? Ist nur ein Sektor weit. Aber bringt tut das ja auch nichts, wenn er da hinfliegt oder nicht hinfliegt. Lädt auf jeden Fall den Hyperraumantrieb an. Ja, da müssen wir dann überlegen, wo der noch hinspringen könnte. Müssen wir da mal schauen, ne? Hier gibt es nur zwei am Teleporter. Was ist denn ein Teleporter? Teleporter ist bestimmt was für Neues, für sag schon, ne? Für Teleportieren nach neuer Mission oder neuem DLC wahrscheinlich, oder? Ist das der Teleporter? Ja. Kommen wir dann in wahrscheinlich ein Paralleluniversum oder sowas. Was ist das für ein Ding? Riss Erforschungszentrum. Okay. Sie sprechen mit dem automatischen Interaktionsbewertungssystem von Riss Erforschungszentrum. Pack, was braucht sie? Güterhandel, Crew. Kaufen. Okay, da gibt es Einbauteile. Und da gibt es bestimmt schöne Einbauteile. Gräberklasse Trägersteuerung. Da gibt es neues. Zwei Raumjägerstaffeln, unbewaffnete Schütze. Bei festen Stationen nicht aktiv. Okay. Daten 250. Kaufen. Ach, das müsste ich kaufen, aber ich habe keine Daten, weil es eine neue Währung ist. Nee, ich muss an der Station gedockt sein, um das zu kaufen. Gucken wir doch mal, ob wir da gerade docken können, oder? Schauen wir mal, was da geht. Wahrscheinlich nichts, ne? Da gibt es auch ein blaues Ausrufezeichen dran. Ne? Keine Ahnung, was das wieder ist. Traktorstrahl, docken. So, auf ein neues. Und da kann man nur mit Daten bezahlen, wahrscheinlich, ne? Du brauchst mindestens 200 Riss Erforschungsdaten. Siehst du, so sieht's aus. Und die bekommt man leider nicht, wenn man nur das Basisspiel hat. Und da haben wir ordentlichen Schaden gerade geholt. 725 Punkte verschlechtert. Naja, da ist das so.
Und da ist es auch gleich abgestürzt. Das ist so ein bisschen ärgerlich dann, wenn es dann so ein Update gibt und dann stürzt erstmal das Spiel wieder ab, ne? Das ist richtig doof, oder? Ist es doch nicht abgestürzt? Nee, ist doch nicht abgestürzt, ist nur in Pause gegangen. Glück gehabt. Okay, dann minimiert es sich und keine Ahnung warum. Haben wir nochmal Glück gehabt, nicht die Folge kaputt. So, was haben wir hier? Achso, da sind Klamotten noch. Hier hatten wir noch das Teil da, aber... warum ist denn das jetzt so komisch zu mir gekommen? Aber da können wir auch nichts mit anfangen. Okay, das heißt, wir gehen auf die Karte. Hier können wir ja nichts machen erstmal. Ist hier noch irgendwo Fraktionen in der Nähe? Kenne ich keine. Ja. Können wir mit dem Assreiter 3 erkunden machen, oder? Ja, machen wir das. Erkunde mal da. Das ist jetzt an, ne? Ja. Er erkundigt erstmal sich. Gut, dann sind wir da schon mal unterwegs in dem Sektor oder Bereichen oder wie man es auch immer nennt. Hier ist die Spritquelle, glaube ich. Na ja, Ölbohrturm XL. Jetzt haben wir hier noch jemanden stehen. Albatros. Gehen wir mal zum Albatros, weil der ist ja sowieso in dem Sektor. Jetzt die Frage, ob da die Basis schon erkundet ist oder nicht. Werden wir gleich sehen. Ist direkt vor uns. Und wie heißen die? Galaktik Of Clan Hauptquartier. Galaktik Of Clan Hauptquartier haben wir schon. Die bringen uns 4 Schiffe mit. Das ist ja schon mal was, ne? Das heißt, ja, der kann jetzt hier auch nichts machen, ne? Wenn er nichts machen kann, dann kann er hier auch erkunden gehen, ne? Vielleicht finden wir da noch neue Fraktionen und können dann die Beziehung zu denen verbessern, ne? Die Uquiquorn. Die Uquiqu... haben wir noch nicht. Ist das Schiff? Nee. Ach, da waren wir gerade. Nee. Die meine ich ja nicht. Die meine ich hier. Graft, ist da schon hingeflogen? Oh, der hat eine große Sprungreichweite. Deswegen hat er es geschafft. Dann wechseln wir da gerade mal rein. Neue Nachricht war da gerade auch oben wieder. Wahrscheinlich von denen hier. Weil die uns kennengelernt haben. Automatische Begrüßung, genau. Na. Die Basis ist wo? Da. Schwarzes Brett Crew, helft ihr mit? Genau, ich will das zerstören. Wie? Öffne Wurmlöcher? Wo willst du sehen, dass das eine Selbstmordaktion? Nein, ist es nicht, aber du hast es nicht unser Problem. Genau, sollten wir der. Das klingt nach einem guten, nach keiner guten Idee. Ja, Mission aktualisiert. Wünschen dir viel Glück mit deinen Unterfangen. Wenn die Mission aktualisiert ist, was... ne, da müssen wir P aufrufen, ne? Organisiert zu finden im Kampf gegen die Wurmlöcher der Xotan. Um Verbündete zu finden, solltest du bei Fraktionsabgehen oder Regierung sitzen, anfragen, ob sie dich unterstützen wollen. Jetzt haben wir 9 Stück, ne? 9 Fraktionen gefragt. Ich glaube, es gibt noch 3. Ach, hier unten ist auch noch einer hingeflogen. Der sollte nämlich auch noch erkunden. Die Lady sollte noch erkunden, wer da in der Ecke ist. Damit wir da jemanden fragen können, wo da die Basis ist. Dann lass uns die Lady auch noch gerade aufrufen und gucken, ob die da ein Güterschiff oder sowas hat, was wir fragen können, wo die Basis ist. Der Heimatsektor, so heißt es richtig. So, schauen wir mal. Fregatte, Frachter. Frachter ist schon mal möglich dann. Wo ist dein Heimatsektor? 327 minus 177. 327. Schade, ne? Ich glaube, ich hab's verpennt. Nochmal den Frachter fragen.
177, doch, war richtig. Das bedeutet, wir müssen dahin. Die Lady soll nach da fliegen. Nochmal und starten. Gut, weg ist er. So, da haben wir schon einiges wieder gemacht, aber ich denke mal, wir sind jetzt erstmal so weit, dass wir einen Cut hier machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade, gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.